Ja, und beim Qi-Yu ist es so, dass wir über den Körper quasi zum Energiesystem kommen, zu den Meridianen. Denn ja, die östlichen Kulturen, die gehen wirklich davon aus, dass immer wenn die Energie frei zirkuliert, überall genug Energie frei fließend vorhanden ist, dann entsteht überhaupt gar kein Schmerz, kein Symptom, keine Erschöpfung und ja, kein Stress. Sondern dann sind wir so voll in unserer Kraft, in unserer Vitalität, fühlen uns einfach rundherum wohl und ausgeglichen. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, jetzt heute mit dem Dickdarm-Meridian. Und ich möchte dir gerne auch Übungen zeigen und so ganz kleine Qi-Yu-Techniken, die du wundervoll zwischendurch anwenden kannst, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen. Und manchmal ist es dann so, dass einfach diese ganze Energie, kannst du dir vorstellen, im Kopf gestaut ist. Und was passiert dann vielleicht? Vielleicht kriegen wir dann sogar auch mal einen Kopfschmerz oder so einen Druck einfach zwischen den Augenbrauen oder dass es so von hinten hochstrahlt, der ganze Nacken so fest wird. Und da gibt es wundervolle Möglichkeiten, sich davon ein Stück weit wieder zu befreien, wieder loszulassen und mehr ins Spüren zu kommen, raus aus dem Kopf wieder rein in das Spüren, in den besseren Energiefluss. Und da gibt es, wie gesagt, ganz wundervolle Möglichkeiten. Ja, und das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer wieder vom Kopf auch rauskommen, in dieses Gefühl, auch in die Herzensenergie. Das ist so wichtig in der heutigen Zeit, da ganz bei sich selbst auch anzukommen und auch immer wieder sein Kraftzentrum im Bauchraum nicht zu vergessen, dorthin zu atmen, die Energie hinzulenken und sich bewusst zu werden, so hier bin ich ganz in meiner Kraft. Und dann noch zusätzlich mit der Verwurzelung, dann kann uns so schnell wirklich kein Sturm auf dieser Welt umhauen. Und dann können wir mal fühlen, okay, wenn ich jetzt hier so reingehe, wo ist denn so eine Stelle, wo es sich fester anfühlt? Wo habe ich eine wirkliche Verspannung? Und dort können wir jetzt die sogenannte Kembiki-Methode mal anwenden. Ich zeige dir das mal so am Arm. Gehst du einfach an die verspannte Stelle mit zwei Fingern und kreist dann in der Tiefe und schnippst dann sozusagen die Anspannung weg. Ja, in der Tiefe kreisen und dann plötzlich wegschnipsen. Und das machen wir jetzt hier oben bei den Stellen, die dir da auffallen. Einfach in der Tiefe kreisen und schwipp, weg. Dann kannst du dir einen kleinen Moment dir mal Zeit nehmen und spürst einfach mal, was diese kleinen Übungen jetzt und Techniken an der linken Seite bewirkt haben. Schließ dazu ruhig die Augen.